Der Klaus Kügler hat diesen Fayo-Stamm entdeckt. Das ist ein Stamm, der ohne Zivilisation lebt und damit auch gut zurechtkommt. Der Kügler hat darum gebeten, bei denen leben zu dürfen und sie ihre Sprache zu erforschen und mit ihnen und seiner Familie mit ihnen zu leben. Der richtige Dschungelbuch. Stell dir das mal vor. Im Ernst, was hast du dir dabei gedacht? Dass dies die Entdeckung meines Lebens ist. Und was für zu Hause soll das sein? Ein einzigartiges, ein alternatives, ein experimentelles. Wenn wir bei diesem Stamm leben, das ist wie eine Reise in die Steinzeit. Wie sicher ist denn deine Steinzeit? Häuptling Boku hat mir versichert, dass wir unter seinem Schutz stehen. Er gab mir sein Wort. In einer Sprache und Kultur, die du gar nicht verstehst? Duas, ich bin Linguist. Ich habe hier die Möglichkeit, eine Sprache zu erforschen, die vor mir kein Wissenschaftler klassifiziert hat. Was anderes kommt aus deinem Mund gar nicht mehr raus. Doris! Doris! Zu dem Zeitpunkt, wo der Kügler dorthin gekommen ist, existierten auch wirklich nur noch 400 Leute. Bei der ersten Szene, wo wir mit dem Hubschrauber ankommen und die Fayos uns da zum ersten Mal sehen, das war Wahnsinn. Da haben die uns die Hände geleckt und angefasst, so wie wir sind, unsere Haare, das war so super. Stirnreim ist eine Begrüßung, es bedeutet friedliche Absichten. Der Oberhäuptling von allen, Bau, hat ihm einen Platz zugewiesen, der ein neutraler Platz für die Fayo war. Die Fayos glauben nicht an, dass ein Mensch normal sterben kann. Entweder ist es ein Fall oder ein Fluch. Und wenn jemand an einer Krankheit stirbt, dann ist es ein Fluch und deswegen versuchen sie auch nicht zu helfen, weil einen Fluch kann man ja nicht heilen. Das ist doch totaler Blödsinn. War sie jetzt verflucht? Nein! Für die Fayo war sie verflucht. Und nicht mal Mama konnte was daran tun. Wenn ein Fayo stirbt, dann hieß es halt auch, der hat uns verflucht oder der hat den verflucht. Und jetzt muss sich wieder gerecht werden. Also es geht eigentlich die ganze Zeit hin und her und die tun sich alle gegenseitig weh. Und ich denke, das hat auf jeden Fall ganz doll ihr Leben bestimmt. Sag ihr, dass sie das Antibiotikum nehmen soll. Sie isst nichts, was sie nicht kennt. Dann lass dir was einfallen. Sag ihr, dass ich eine böse Zauberin bin und dass mein Fluch dich in ein Ferkel verwandelt. Doris, jetzt hör auf mit dem Quatsch. Sag ihr, das ist ein Anti-Fluchmittel. Iga Kugisi Migila. Ulakwawa Kalabulu Balatas in Alapiula. Das sind Naturgewalten vor der Kamera. Eine Autorität, eine natürliche Autorität, das ist umwerfend. Bei den papua-neuguineanischen Schauspielern waren es über 80, die hier waren. Die Teile sind ja jetzt schon wieder zurück, aber es waren schon sehr viele. Die sind alle aus Papua-Neuguinea eingeflogen worden. I'm very proud of all Germans, you know, took us here, because they are great, great people. Thank you, guys. Thank you, thank you, thank you for your help. Das unterscheidet diese Dreharbeiten von allen anderen, die ich bisher hatte. Dass ich Menschen kennengelernt habe, denen ich in diesem Leben sonst nie begegnet wäre.